Wir sind hier nicht auf einer Beerdigung. Du hast Luca vertrieben. Sorry. Unglaublich, wie Nico sich an den ranmacht. Hältst du es für möglich, dass wir beide wieder wie ganz normale Menschen miteinander umgehen? So wie Ex-Stiefmutter und Sohn? Ja, so ungefähr. Von mir aus gern. Für uns gibt's nur eine Lösung. Treib das Baby ab. Abtreiben. Ist das dein letztes Wort? Sag mal, ist dir eigentlich klar, was für einen Trumpf du da aus der Hand gibst? Mir ist vor allem klar, dass mein Vater mir endlich wieder eine Chance in der Holding gibt. Und ein Kind von dir. Das war der Sargnagel für meine Karriere. Deine Karriere? Die hättest du ohne mich vergessen können. Und dafür erwarte ich mehr als ein Dankeschön. Schätzchen, wenn du darauf spekulierst, mit einem Kind zur Frau an meiner Seite zu werden, vergiss es. Wir drei hätten ein gutes Team aufgeben können. Sieh's endlich ein, Tanja. Für uns drei ist eine Abtreibung die beste Lösung. Deswegen mache ich mich lange noch nicht strafbar. Was soll das denn heißen? Ganz einfach. Für eine legale Abtreibung ist es zu spät. Für morgen. Ich bleib noch genug für euch beide übrig. Ja, von wegen, wir sind zu fünft. Zu fünft? Wer kommt denn noch? Ich habe Silke und Leonard eingeladen. Ich dachte, jetzt, wo wir Nachbarn sind. Hey, das ist eine super Idee. Findest du nicht auch, Gregor? Ja, ganz super. Was ist denn das für ein guter Einfall? Wieso? So ein Brunch ist doch eine nette Sache. Außerdem hat Leonard was gut bei mir. Was gut? Habe ich da was verpasst? Er hat mir in der Kneipe ausgeholfen beim Cocktailmixen. So rein freundschaftlich. Genau. Mehr will ich auch nicht. Du sollst dir gut überlegen, ob du dir das wirklich antun willst. Ich habe kein Problem damit. Hi. Hallo. Bin ich geschafft. So einen schlimmen Tag gehabt? Eine Lungenembolie, zwei Verkehrsunfälle, ein Sturz aus dem dritten Stock. Oh Gott. Eine Überdose Schlaftabletten. Willst du mehr wissen? Vielen Dank, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Aber dafür bleibe ich morgen den ganzen Tag im Bett. Und dein Termin ist auch erst mittags. Ja, schon. Aber? Cecile hat uns zum Brunch eingeladen. Ist doch nett von ihr. Dann hast du also gar nichts dagegen? Wieso sollte ich? Schön. Und? Der Cometti? Geht so. Die Skulpturen sind ganz okay, aber die Bilder... Malerei ist wirklich nicht dein Ding, was? Erwischt. Hey, was machst du denn hier? Störe ich etwa? Ich lasse euch dann mal alleine. Ich bin sowieso in der Miete. Was war das denn wieder für ein Auftritt? Pass auf. Ich bin gar nicht hier hingekommen, um zu streiten. Ich dachte eher, ich komme vorbei und wir klären unser Problem. Unser Problem? Ich habe kein Problem. Du hast eins. Ach komm, Nico, dass du hier mit Luca alleine auf dem Schloss... Wie oft denn noch? Wir verstehen uns einfach super gut. Siehst du, genau das meine ich. Deshalb will ich doch nicht gleich mit dem in die Kiste. Was denkst du denn von mir? Ich gehe jetzt ins Bett. Sag mal... Was denn? Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich bei dir übernachten will. Träum weiter. Oh, du bist noch auf. Ja, du ja auch. Ich muss nur noch ein paar Dinge regeln, bevor ich losfahre. Ach ja,
Morgen geht's ja los. Ja. Ich bin froh, endlich mal für einige Zeit hier rauszukommen. Außerdem freue ich mich, endlich mal wieder einen meiner Oldtimer ausfahren zu können. Vater, danke für dein Vertrauen. Ich hätte sicher anders entschieden, wenn du dich nicht endlich von dieser Tanja von Anstetten distanziert hättest. Das mit Tanja ist vorbei, endgültig. Es ist besser, so glaub mir. Frauen haben einen großen Einfluss auf ihre Männer. Im Bösen, aber auch im Guten. Ich weiß, du hast ja mit Cecile durchaus deine Erfahrungen gemacht. Auch wenn unsere Ehe gescheitert ist. Cecile hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen, das Leben neu zu sehen. Such dir eine Frau, die deine guten Seiten stärkt. Ja. Das kann man von Tanja nun wahrlich nicht behaupten. Ich bin sicher, du findest jemanden, der besser zu dir passt als diese Tanja. Also. Hallo, ich bin's, Tanja. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, es ist spät, aber es ist wirklich dringend. Jetzt hör mir doch erstmal zu. Ich brauche einen guten Anwalt. Einen, der auf Familienrecht spezialisiert ist. Du kennst doch bestimmt jemanden, oder? Mhm. Wer will noch? Ja, gern. Danke. Was ich die ganze Zeit schon wissen wollte. Du und Cecile, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Danke. Das war über Natalie. Ja, sie hat uns vorgestellt. Und dass ihr ein Zimmer frei geworden ist, war dann ein glücklicher Zufall. Ja, so schnell findest du sonst ja keinen geeigneten Mitbewohner für eine WG. Na dann, auf gute Nachbarschaft. Oh, schon so spät. Ich muss leider los. Wie, du musst los? Ja, ich habe noch einen Termin und danach bin ich mit Ansgar verabredet. Kannst du mir doch nicht antun. Tut mir leid, aber dahin musst du alleine klarkommen. Aber du kannst mich doch nicht einfach hängen lassen. Ich dachte, du hast kein Problem damit. Die Waffeln sind wirklich fantastisch. Wo habt ihr die denn gekauft? Von wegen gekauft. Jetzt ist sie selbst gebacken mit viel Liebe. Also dann bis später, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Die Waffeln sind der Wahnsinn. Nicht wahr? Mhm. Das Rezept musst du mir unbedingt aufschreiben. Ja, kein Problem, ist ganz leicht. Du musst nur unbedingt ganz frische Eier nehmen. Ich dachte, du pennst bei Nico. Da haben sie falsch gedacht. Stress? Kann man wohl sagen, ja. Ich wollte noch mal mit Nico und bei Luca reden, aber sie haben mich einfach stehen lassen. Aber nicht einfach so, oder? Naja, ich war schon ein bisschen heftig, aber warum muss ich diese Zecke auch ausgerechnet bei meiner Freundin einnisten? Das hast du ja selbst eingebrockt. Außerdem, dieser Luca ist doch ein geiler Typ. Und sowas von schnuckelig. Wer hat euch eigentlich nach eurer Meinung gefragt? Ja, ich finde den eigentlich auch ganz nett. Er gräbt ja auch nicht deine Freundin an. Na? Schmeckt? Ganz köstlich. Hier, probier doch mal. Morgen zusammen. Hi, ich muss dir gleich noch mal was zeigen. Auch wenn du nicht besonders auf Giacometti stehst. Hm? Schau mal. Die hier sind von ihm inspiriert. Kurz davor war die große Retrospektive in der Tat. Wow, du hast es ja echt drauf. Wo war noch mal diese Retrospektive? Tate Gallery, London. Schau mal. Die hier sind meine Lieblingsbilder. Also ich schwöre ja darauf, den Zucker erst karamellisieren zu lassen. Ja, aber klumpt es nicht total? Nein, da gibt's einen Trick. Also pass auf, du musst... Entschuldigt, darf ich euch kurz unterbrechen? Wo kann ich mir denn hier mal die Hände waschen? Komm, ich zeig's dir. Danke. Jedenfalls freue ich mich, dass wir uns endlich besser kennenlernen. Wir wohnen ja jetzt Tür an Tür. Wir sind allein. Du kannst dir also deine Nettigkeiten sparen. Ich verstehe nicht ganz. Hast du ernsthaft geglaubt, wir könnten Freundinnen werden? Für wie naiv hältst du mich? Nein, ich dachte, ich wollte nur... Leonard ist mein Freund.
Und solange ich mit ihm zusammen bin, will ich dich nicht öfter als unbedingt nötig in seiner Nähe sehen. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr an Leonard. Ich wollte nur... Mit uns frühstücken. Ja, ich weiß. Aber tut mir leid. Das nehme ich dir nicht ab. Warum bist du dann überhaupt gekommen? Ich habe keine Angst vor dir. Ich will, dass du das weißt. Damit dürfte alles zwischen uns gesagt sein. Aber... So, konntet ihr euer kleines Problem lösen? Welches Problem denn? Na, das mit dem Zucker im Rotkohl. Wir haben alles geklärt. Ich habe Cecile einen kleinen Tipp gegeben. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich muss leider noch mal los. Ich habe Tanja versprochen, dass ich noch mal bei ihr vorbeischaue. Gut, dann nehme ich dich mit. Ich muss sowieso in die Holding. Also, es war nett. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ach, du bist es. Eigentlich habe ich mit Nico gerechnet. Was wird das denn? Eine Nike. Nico? Nike. Diese griechische Siegesgöttin, du weißt schon. Ach so, ja, klar. Ich habe es noch nicht gleich erkannt. Wie du in deine Arbeit aufgehst, das macht mich irgendwie total traurig. Traurig? Wieso das? Dann stimmt was nicht bei dir. Ja, bei mir schon. Aber? Ich mache mir Sorgen um Nico. Um Nico? Wieso das denn? Nico ist sehr begabt und Andi, ihr Freund, ist ein dermaßen grober Klotz. Ich verstehe nicht ganz. Der ist halt ein Macho. Er lässt dir einfach keinen Raum. Du meinst als Künstlerin? Ja, er unterdrückt ja Kreativität total. Wahrscheinlich ist er eifersüchtig oder sowas. Kannst du hier nicht helfen? Ich? Wie stellst du dir das vor? Naja, du bist so sensibel und so einfühlsam. Du schaffst es doch bestimmt, dass Nico mehr aus sich rausgeht. Ich meine natürlich künstlerisch. Also gut. Ich will sehen, was ich machen kann. Danke. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich bin in der Werkstatt. Willst du mir nicht lieber helfen? Ja, gern. Aber mit Ton kenne ich mich gar nicht aus. Ich zeig's dir. Na dann? Entschuldige, dass es so spät geworden ist. Alles klar bei dir? Ja, wie man's nimmt. Dann hat dein Gespräch mit Tanja nichts gebracht? Doch, doch. Immerhin weiß ich jetzt, woran ich bin. Und zwar? Sie bekommt das Kind. Egal, ob dir das gefällt. Das ist ihre Sache. Ja, sie setzt das Kind jetzt schon als Waffe gegen mich ein. Unschön. Ja. Sie will Krieg, weißt du? Und den kann sie haben. Soll das heißen, er weigert sich, zu seinem Kind zu stehen? Ja, sieht ganz so aus. Dass Ansgar so wenig Verantwortung zeigt. Was soll ich machen? Er besteht drauf, dass ich abtreibe. Aber dafür ist es zu spät, das wissen Sie doch. Oder denken Sie etwa darüber nach? Nein, natürlich nicht. Ich werde das Kind behalten, jetzt erst recht. Ansgar muss sich damit abfinden. Auch wenn er sich weigert, sie zu unterstützen. Keine Angst. Mein Kind wird bekommen, was ihm zusteht. Dafür werde ich sorgen. Du siehst schon echt professionell aus. Ich? Oh, ach shit. Warte. Ach. Damit sie noch schlimmer wird. Danke. Ich wusste, ich mache irgendwas falsch. Das wird schon. Hab Vertrauen, du kannst das. Lass dich einfach auf das Material ein. Hm? Du musst dich öffnen mit allen Sinnen. Los, mach die Augen zu. Okay. Spürst du das? Das ist was ganz anderes als der harte Stahl, aus dem du deine Skulpturen baust. Lass dich drauf ein. Zeig deine sensible Seite. Was soll das? Pass auf, ich knete und du hältst die Klappe, okay? Was ich eigentlich sagen wollte, du musst an dich glauben, egal was Andi dir weismachen will.
Du hast Talent, lass sie nicht unterkriegen. Was redest du denn da? Wie kommst du auf so einen Scheiß? So was Hinterhältiges. Silke sitzt den ganzen Morgen da mit ihrem zuckersüßen Lächeln. Und kaum ist Leonard im Bad, geht sie auf mich los. Ich muss zugeben, so durchtrieben hätte ich unsere nette Nachbarin nicht gehalten. Du hättest sie mal sehen sollen, wie sie mich angeguckt hat, als wenn sie mir gleich ihre Gabel in den Bauch rammen würde. Tja, Frauen können wohl echte Biester sein, wenn es darum geht, ihre Beute zu verteidigen. Was bildet ihr sich eigentlich ein, dass ich nur darauf warte, ihr Leonard wieder auszuspannen, oder was? Mal ehrlich, kannst du dir das verübeln? Du weißt ganz genau, dass ich nie vorhatte, mich zwischen die beiden zu stellen. Was noch lange nicht bedeutet, dass dir Leonard gleichgültig ist, oder? Das ist nicht wahr. Natürlich mag ich ihn noch, aber... Gib's doch zu. Im Grunde hängst du noch genauso an ihm wie früher, oder? Egal, was du dir jetzt einredest. Trotz allem ist das noch lange kein Grund, mich so anzugiften. Versetz dich doch mal in ihre Lage. Ist doch klar, dass sie auf der Hut ist. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. So viel ist klar. Dicke Freunde werdet ihr drei nicht. Jedenfalls nicht, solange Silke den Daumen drauf hat. Und jetzt? Eins musst du wohl akzeptieren. Und es wäre? Sowas wie Normalität wird es zwischen dir und Leonard nie geben. Hm. Na, Pinguin. Ist Luca Caminci da? Ich wollte ihn abholen zur Kunsthochschule. Einen kleinen Moment, ich sehe mal nach. Nicht nötig, Victor. Luca ist in der Küche. Dann hat sich das ja erledigt. Andi, warte mal kurz. Ich wollte mich noch bei dir bedanken. Habe ich dir etwa aus Versehen einen Gefallen getan? Das täte mir sehr leid. Dafür, dass du Luca bei uns wohnen lässt. Damit machst du uns alles sehr glücklich. Tue ich das? Allerdings. Schließlich hat man nicht jeden Tag so einen erfreulichen Anblick. Ich gehe zu Nico nach oben. Da ist sie aber nicht. Nico und Luca sind schon seit Stunden in der Küche. Allein. Falls das ein Versuch sein sollte, mich eifersüchtig zu machen. Das zieht mich. Natürlich nicht, das weiß ich doch. Nico steht nämlich nicht auf gelackte Italiener. Sondern mehr so auf Naturburschen wie dich, ja? Beneidenswert, wenn man sich seiner Liebe so sicher sein kann. Also was Vanessa dir da erzählt hat, das ist kompletter Bullshit. Das heißt, du hast kein Problem mit ihm? Klar streiten wir uns ab und zu mal. Andi kann echt ein Vollidiot sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich ihn schrecklich liebe. Hey, was machst du hier? Können Sie mir sagen, wo ich Leonard finde? Hier auf dem Schloss ist er nicht. Haben Sie schon mal bei Ihren Nachbarn versucht? Bei Cecile? Die beiden verstehen sich doch ganz gut. Sie ekeln mich an. Statt andauernd dreckige Wäsche zu waschen, sollten Sie sich lieber um Ihre schwangere Verlobte kümmern. Hm, ihr wird drüber wegkommen. Sie sind widerlich. Sie haben versucht, sie zur Abtreibung zu zwingen. Hat sie Ihnen das weiß gemacht? Ist Ihnen überhaupt klar, in was für einen Gewissenskonflikt Sie Frau von Anstetten gebracht haben? Ach, wissen Sie, ich kenne Tanja ein bisschen länger als Sie. Und wenn diese Frau behauptet, sie hätte ein Gewissen, dann lügt sie. Woher nehmen Sie nur diese Selbstgerechtigkeit? Wissen Sie, was ich von Ihnen halte? Sie sind das haben Sie mir doch alles schon mal erklärt. Aber ich ziehe es vor, mich mit Tanja persönlich zu streiten, anstatt mit Ihnen. Einen schönen Tag noch. Hi. Hallo. Nochmal vielen Dank. Dein Brunch war wirklich toll. Findest du? Ja. Du, wir würden uns nächste Woche gern mit einem Essen revanchieren. Ja, das kannst Gregor auch gern mitbringen. Und was sagt Silke dazu? Silke würde Rotkohl machen. Es wäre doch schön, wenn ihr beide wenigstens, naja, einigermaßen gute Nachbarn werden könnt. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Gut, schieß los. Das mit uns klappt so nicht. Wie meinst du das? Mir ist inzwischen klar geworden, dass meine Einladung ein Fehler war. Und warum? Wir können nicht so tun, als wenn nie was zwischen uns gewesen wäre.
Und das ist dir so nebenbei beim Brunch eingefallen? Ich glaube, es ist besser, wir gehen uns in Zukunft aus dem Weg. So gut, wenn du darauf bestehst. Gut. Ich muss los, meine Schicht fängt gleich an. Ja. Mach's gut. Tschüss. Was treibt dich denn hierher? Werdende Vatergefühle? Tanja, wir müssen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Du hast mir deinen Standpunkt sehr deutlich klar gemacht. Jetzt hör doch erst mal zu. Ich habe einen Vorschlag für dich. Wie niedlich. Ein Heiratsantrag? Wann begreifst du endlich, dass mein Vater dich nie als Schwiegertochter akzeptieren würde? Keine Angst, ich hab's begriffen. Nur kann unser Kind nichts dafür. Dafür finden wir auch eine Lösung. Vorausgesetzt, du kannst dich mit dem Gedanken anfreunden, das Kind nicht in Düsseldorf zur Welt zu bringen. Wo denn sonst? In irgendeiner schicken Klinik in Florida zum Beispiel. In Florida? Ja, es liegt ganz bei dir. Irgendwo, wo du alle erdenklichen Annehmlichkeiten hast. Selbstverständlich komme ich für alle Kosten auf. Na, wie wäre das? Na, hat Luca deine verborgenen Talente wecken können? Ja, und hier ist der Beweis. Hübsch. Ja, wir haben beschlossen, die Plastik dir zu widmen. Wie reizend. Ein bisschen füllig für eine Siegesgöttin. Wir haben sie umgetauft. Keine Nike mehr? Nein, keine Nike. Sondern? Ach, du erkennst es nicht. Eine Schlampe. Und? Gefällt sie dir? Ist ein Gemeinschaftswerk. Ich weiß, was du vorhast. Aber so schnell kriegst du Andi und mich nicht auseinander. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dann frag doch die Schlampe. Schönen Abend noch. Sag mal, für wen hältst du dich eigentlich? Tanja, bitte. Ich habe dir ein faires Angebot gemacht. Ich finde, das Mindeste, was du tun könntest, ist, darüber nachzudenken. Das nennst du fair? Ich lass mir nicht vorschreiben, wo ich mein Kind bekomme. Von dir nicht. Schön. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Hast du mal darüber nachgedacht, was dein Vater dazu sagt, wenn du sein erstes Enkelkind abschiebst? Tanja, zum letzten Mal. Leg dich nicht mit mir an. Egal, was du vorhast, gegen mich hast du keine Chance. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe das bessere Argument. Tanja, ich warne dich. Du wirst aus dieser Sache keinen Vorteil ziehen. Selbst wenn ich dir das Kind dafür wegnehme. Hast du es immer noch nicht kapiert? Es geht hier nicht um irgendwelche Vorteile. Als ob es bei dir jemals um irgendwas anderes ginge. Ansgar, bist du so blind oder tust du nur so? Ich liebe dich!